Ampel in Braunschweig. Während die Fußgänger warten müssen, können die Fahrradfahrer noch fahren. Ein erhebliches Unfallrisiko und doch nur eins von vielen Ärgernissen im städtischen Alltag. Leser der Braunschweiger Zeitung können diese Ärgernisse jetzt melden. Bei Alarm 38, dem Beschwerdeportal der Zeitung. Chefredakteur Armin Maus erklärt das Konzept. Alarm 38 ist ein Werkzeug, das perfekt in unser Konzept der Bürgerzeitung passt. Bürgerzeitung heißt, wir machen für Menschen Zeitung, wir machen aber auch mit ihnen Zeitung. Und was ist einfacher, als ein Online-Portal zu haben, das den Leuten sehr einfach die Möglichkeit gibt, das uns zu sagen, was ihnen auf den Nägeln brennt. Cornelia Steiner ist langjährige Redakteurin der Braunschweiger Zeitung und verantwortlich für Alarm 38. Sie erklärt, wie das Portal genau funktioniert. Alarm 38 ist nun ein ganz besonderes Portal und ein einfacher Zugang zu uns. Also jeder, der ein Smartphone hat und unterwegs irgendetwas sieht, was ihn ärgert, was ihn aufregt oder was ihn verwundert, der kann ein Foto machen mit seinem Smartphone und sofort eine Meldung auf Alarm 38 einstellen. Mit einem kurzen Hinweis oder mit einer Frage. Und das läuft dann sofort im Portal sichtbar für alle auf. Und auch wir sehen diese Meldung. Wir bekommen auch aktuell immer gleich eine E-Mail-Benachrichtigung. Also wir prüfen gegebenenfalls und überlegen dann, wen geht dieses Thema etwas an. Also im Fall Ampelschaltungen ist die Stadtverwaltung dann erstmal Ansprechpartner. Wir schildern denen diesen Fall und die prüfen das dann auch und geben uns dann recht schnell eine Rückmeldung. Entweder ja, der Leser hat recht, da ist wirklich ein Problem. Unsere Mitarbeiter haben festgestellt, hier müssen wir was machen. Oder was natürlich auch sein kann, dass die sagen, nein, das muss so sein, weil. Und dann können wir aber erklären, warum bestimmte Dinge einfach so sind, wie sie sind. Wir haben knapp 3 Monate gebraucht. Wir haben Hostingkosten, die im dreistelligen Bereich liegen pro Monat. Das ist also auch sehr überschaubar. Und insofern, sag ich mal, ist das Werkzeug ausgesprochen preiswert für das, was wir damit bewegen können. Wir haben aber natürlich einen enormen Aufwand in der Redaktion, weil tatsächlich Kollegen wie Cornelia Steiner und unsere Lokalchefs in der Region tatsächlich alles, was auf diesem Portal stattfindet, sichten, an die richtigen Adressaten weitergeben und sich darum kümmern, dass die Fragen, die Aufreger unserer Leser beantwortet werden, tatsächlich dann auch stattfindet. Niemand meckert, viele melden etwas, was man wirklich verbessern kann. Und ich sage auch, das hat zum Teil erhebliche Folgen gehabt, die sehr positiv sind. Ich sage bloß mal, wenn eine Notaufnahme in einem Krankenhaus ständig überlastet ist und Leser sich bei uns melden und wir veröffentlichen das, auch in der Tageszeitung, und daraus entsteht eine kommunalpolitische Diskussion und da wird nachgefragt. Und da werden plötzlich auch Mittel bereitgestellt, die man vorher nicht hatte. Und dann gibt es plötzlich eben eine größere Kapazität in dieser Notaufnahme und die Leute müssen nicht mehr stundenlang warten. Dann ist das etwas, was ich wunderschön finde.